3 auf der Dakar 2009 in Argentinien ist. Es ist richtig weitergegangen, wie es die letzten 2 Tage schon losgegangen ist, nämlich schwierig, schwer, sandig, staubig. Ganz, ganz böse für viele Teilnehmer. Es gab viele Unfälle unterwegs, weil einfach Leute sich gegenseitig nicht gesehen haben. So hat auch unser Frontrad Stefan Schott einen Auffahrunfall gehabt. Es ist einer hinten draufgefahren aufs Rad. Er konnte nur in langsamer Fahrt die Stage beenden. Nur vorne, die Favoriten. Die haben natürlich einen riesen, riesen Vorteil, weil sie relativ staubfrei fahren. Und dazu noch einen Abstand von 3 Minuten. Das heißt, so schnell holt man 3 Minuten nicht auf. Das heißt, man fährt mit viel freierer Sicht als alle, die ab Startplatz 20 dahinter starten und relativ eng und nicht im 30 Sekunden Abstand zueinander unterwegs. Vorne hat sich einiges geändert. Carlos Sainz ist zwar weiter vorne, Al-Attiyah auf BMW hat sich den 2. Platz zurückerobert mit einem Fahrgesieg. Aber alles in allem kann man sagen, es ist wie immer, die 3 BMW, Volkswagen und Mitsubishi kämpfen um die Spitze im Minutentakt. Das Besondere ist für mich, dass ein reiner Privatier auf einem Nissan Pickup, Holowitz, mehrfacher polnischer Rallye-Meister allerdings und auch schon deutlich Dakar erfahren, aber immerhin mit einem privat eingesetzten Auto auf Platz 9 fährt. Noch vor Robbie Gordon, der jetzt auch langsam im dicken Hammer sich nach vorne arbeitet. Also es ist wirklich spannend da vorne und es ist eine Mischung aus Minutenabstand in den ersten 15 Plätzen und vielen Favoriten und vielen guten Leuten, die schon Stunden verloren haben mit Feststecken im Sand über kleineren oder größeren Unfällen. Also ich würde mal zusammenfassend sagen, 3 Tage Dakar hier in Argentinien sind wie 5-6 Tage Dakar in Afrika. Also das, was wir am Anfang gedacht haben, es wird alles viel leichter hier auf diesem Kontinent, das kann man abhaken. Für uns bedeutet diese Nacht wieder viel, viel Arbeit, denn am Auto von Stefan ist einiges nach seinem Unfall zu tun. Aber ansonsten sind wir gute Dinge, auch der Unimog ist gut ins Ziel gekommen. Haltet ein bisschen die Daumen und bis morgen.